Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Es ist wieder Sonntag, das heißt endlich wieder Crystal Time. Da habe ich mir überlegt, im letzten Video in diesem Monat passen doch perfekt Germknödel, kennt ihr die? Jeder, der gerne im Skiurlaub ist, beziehungsweise aus der Region kommt, oder auch so, ich meine, jeder kennt die, oder? Die schmecken super lecker. Und ich muss mich entschuldigen, Schatzi. Dieses Rezept widme ich natürlich als allererstes meinem Schatz. Ich habe ihm nämlich schon, ich weiß gar nicht wie lange, versprochen, dieses Rezept zu machen. Und soll ich euch verraten, wann ich ihm das letzte Mal gemacht habe? Das ist mir peinlich zu sagen, aber da waren wir noch nicht einmal zusammen. Das heißt, ich überrasche ihn heute und wir starten auch direkt los mit den Zutaten. Für den Belag der Germknödel benötigen wir einmal 40 Gramm Mohn, 20 Gramm Zucker. Das war's auch schon. Und für den Germknödelteig an sich benötigen wir 10 Gramm Zucker, einen halben Würfel Hefe. Dann habe ich außerdem noch 270 Gramm Mehl, Typ 405. Dann habe ich hier ein Ei der Größe M, 130 Gramm weiche Butter, die habe ich hier schon bereits in so kleinen Stücken gemacht, und einen Teelöffel Salz. Als allererstes geht es jetzt erstmal hier um dieses Mohnzuckergemisch zum Bestreuen der Germknödel. Da füllen wir das Ganze einfach in den Mixtopf. Der Mohn hier, der ist übrigens noch ganz. Es gibt ja auch so Fertigbackmischungen, aber frisch schmeckt das Ganze natürlich immer noch mal besser. Wie auch bei Nüssen, das schmeckt, wenn man selber malt, auch haben die viel mehr Aroma drin. Dann den Zucker hinzu. Deckel drauf. Und dann wird das Ganze etwa für 30 Sekunden auf Stufe 10 zermalmt. Das heißt, hier am besten wieder ein bisschen die Ohren zu machen. So, das ist schon mal fertig. Dann mache ich jetzt einfach, hier fliegt ja immer so ein bisschen was so ganz wenig hoch. Das mache ich wieder rein. Und vom Deckel nehme ich auch das Ganze hier weg. So, es riecht schon richtig toll. Obwohl ich auch gar nicht so ein Mohnfan bin, muss ich ehrlich sagen, das schmeckt wirklich lecker. Genauso auch wie ja auch Germknödel mit Pflaumenmus innen drin gefüllt sind. Ich mag eigentlich überhaupt nicht so richtig Pflaumen. Aber in diesem Gericht finde ich das richtig, richtig lecker. Man kann es natürlich auch mit was anderem füllen. Das füllen wir jetzt einfach hier um. So, das Ganze wird jetzt einfach abgedeckt und das stellen wir beiseite. Das benötigen wir erst ganz zum Schluss. Jetzt starten wir mit dem Hefeteig. Eigentlich so wie immer. So ihr Lieben, ich habe von lauter die Milch vergessen. 100 Gramm Milch benötigen wir noch für den Teig. Ich habe nämlich gerade gedacht, wo ist denn die Flüssigkeit? Also die Milch kommt jetzt erst einmal in den Mixtopf. Genauso wie der Zucker. Das ist übrigens Rohrzucker, deswegen klebt er auch ein bisschen mehr. Dann kommt da noch der Würfel Hefe rein. Den brechen wir wieder so in kleinen Stückchen. Dann löst sich das nämlich auch schnell auf. Dann stellen wir den Thermomix auf 3 Minuten 37 Grad Stufe 2 ein. So, ich mache immer noch mal die Kontrolle, ob auch wirklich alle Hefebrösel aufgelöst sind. Denn dann geht man auch nur mal sicher, dass der Teig auch wirklich los wird. Dann kommt das Mehl hinein. Dann das Ei. Dann die Butter. Und ein Teelöffel Salz. Und das Ganze wird jetzt ganz einfach auf der Teigknetstufe für mindestens 5 Minuten verknetet. Ihr guckt einfach rein und macht dann am besten nochmal den Fingertest, ob es auch soweit ist. So ihr Lieben, ich habe mir schon mal die Backmatte zurecht gemacht und hier nochmal ein bisschen Mehl drauf gemacht. Ich musste jetzt im Übrigen, wahrscheinlich lag es an meinem Ei, nochmal 100 Gramm mehr Mehl reinmachen insgesamt. Also ihr seht, erst jetzt klebt er nicht. Ne? Da, also ich gucke immer von innen immer in den Mixtopf rein.
Und schau dann immer, wenn sich der Teig gar nicht vom Rand ablöst, dann hat es auch keinen Zweck, noch länger kneten zu lassen. Da einfach dann immer ab und zu reingucken und dann noch ein bisschen mehr Mehl reingeben. Dann hier oben einmal drehen und dann löst sich der Teig schon von ganz alleine daraus. Tada! Einfach nochmal die Reste rausholen. Weil jetzt ist der Teig richtig gut. Richtig schön elastisch. Manchmal kann man das mit den Händen auch einfach besser hier rausholen unter dem Messer. Dann kneten wir das wie immer zu einer Kugel. Und denkt dran, nicht zu viel Mehl verwenden. Einfach erstmal versuchen. Ich glaube, das war sogar schon zu viel auf meiner Backmatte. Weil es sieht ganz gut aus. Ich finde, im Thermomix werden die auch richtig gut. Man kann ja auch die Variante machen, wenn man, also dass dieses Rezept ergibt 4 Germknödel. Wenn man jetzt mehr braucht, kann man das natürlich auch doppelt machen und man kann es auch in der Pfanne zubereiten. Aber ich finde, im Varoma schmeckt es eigentlich am besten. Und im Urlaub, wenn man dazu guckt, sind ja auch diese riesen Kästen, wo dann so diese großen Dampfnudeln drin sind. Wie heißen die eigentlich? Dampfnudeln, Germknödel? Ich glaube, alle Begriffe sind okay. So, dann formen wir das Ganze zu einer Kugel. Dann habe ich mir hier schon mal wieder meine Schüssel vorbereitet. Die bemehle ich wieder ein wenig. Und wieder von oben ein bisschen drauf, damit er nicht austrocknet. Ich finde, da lohnt sich so ein Streuer, weil man sonst, wenn man so Mehl in die Hand nimmt, gar nicht wenig rauskriegt. Da kommt ja immer gleich ein ganzer Klotz raus. Dann decken wir das Ganze jetzt ab, wieder luftdicht. Ich stelle es wieder hinten auf die Fensterbank, damit es gut aufgehen kann. Und in der Zwischenzeit machen wir noch eine ganz leckere Vanillesoße, weil ich finde, nur diese Mohnstreusel, das ist nix. Ich finde, mit der Vanillesoße schmecken die schön saftig. Also starten wir gleich los. Für die Vanillesoße benötigen wir 300 Gramm Milch, 4 Eigelbe, eine Prise Salz, 50 Gramm Zucker und eine Vanilleschote. Die Zubereitung der Vanillesoße geht wirklich ratzfatz und ich finde, es lohnt sich immer, die selber zu machen. Denn wenn man das einmal ausprobiert hat mit einer frischen Vanilleschote, die man noch da drin aufkocht, dann will man gar nicht mehr die aus dem Geschäft. Also als allererstes setzen wir hier den Rühraufsatz ein. Ich nenne ihn mal Schmetterling. Dann fügen wir die Milch hinzu. Dann kommt das Ei hinein. Es gibt ja auch die Vanillesoße schon vorgespeichert hier auf dem Thermomix über diesen Key. Aber ich weiß nicht wieso, aber die gelingt mir nie. Die wird immer flotzelig. Mir ist auch aufgefallen, dass da die Zeit ein bisschen länger ist als hier. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Aber das ist das Rezept, was eigentlich immer klappt. Dann die Prise Salz. Dann kommt der Zucker hinzu. Jetzt geht's an die Vanilleschote. Da lege ich die einfach auf mein Brettchen, schneide die ganz leicht ein, damit ich die einmal aufkloppen kann quasi. Dann nimmt man die hier, macht die vorsichtig auseinander. Oh, das riecht schon traumhaft. Ich liebe aber auch Vanille. Vanille ist so ein leckeres Gewürz. Dann nimmt man einfach den Rückenrand, wie nennt man das denn? Also nicht den Schneideteil, sondern den stumpfen Teil des Messers und kratzt das einmal hier raus. Seht ihr? Da hat man das. Dann streift man das hier einmal in den Topf ab. Ich gucke, ob ich nochmal was rauskriege. Weil meine Schote jetzt zu lang ist, schneide ich die einmal in der Mitte durch und gebe die so mit in den Topf rein. Dann kann die da mitköcheln. Und dann gibt die noch mal ein bisschen mehr Aroma. Und dann wird das Ganze für 6 Minuten bei 80 Grad Linkslauf Stufe 4 gekocht. So, die Vanillecreme ist fertig. Es duftet hier auch schon herrlich und ich sehe schon, die ist richtig schön schaumig geworden, so wie es auch sein soll. Dann nehmen wir den Deckel weg. Den am besten, der tropft, weil ja die Soße, dann entfernen wir den. Und jetzt
jetzt ist ganz wichtig, dass wir auch die Vanillestückchen rausholen. Die wollen wir ja nicht in der Soße haben. Ganz vorsichtig, es ist nämlich heiß. Ihr das riechen könnt, dann würdet ihr das sofort nachmachen, ehrlich. Und dann fülle ich das Ganze jetzt einfach hier in dieses Gefäßlein um. Und dann geht es auch schon an die Germknödel, ans Formen der Germknödel. Jetzt geht es auch schon an den Teig. Eigentlich muss man den Leuten im Rezept auch gar nicht aufgehen lassen, aber ich finde, Hefeteig ohne aufgehen zu lassen, kann ja nur nach Hefe schmecken. Deswegen habe ich ihn jetzt quasi ungefähr eine halbe Stunde ruhen lassen. Das würde ich euch auch empfehlen. Dann teilen wir den Teig in 4 Portionen, einfach immer durch die Mitte. Dann passt man immer auf, dass man die, wie gesagt, bei Hefe muss man ja immer aufpassen, dass man die Luft nicht ausdrückt. Ich forme den jetzt einfach mal so ein bisschen platt, damit ich hier genügend Fläche habe, um die Füllung reinzumachen. Da habe ich hier selbstgemachtes Pflaumenmus. Ihr könnt aber auch, wie gesagt, wenn ihr Pflaumen nicht mögt und es auch nicht ausprobieren wollt, könnt ihr einfach irgendeine andere Marmelade nehmen, die euch schmeckt. Dann gebe ich jetzt einfach mal hier esslöffelweise das Ganze drauf. Dann mache ich die Enden schön zu. Am besten alles zur Mitte hin hoch, weil wir wollen das Ganze ja auch rund formen, ne? Jetzt geht es endlich an die Fertigstellung. Ich habe hier vorne schon mal den Varoma geholt. Und hier sind 500 Gramm Wasser. Die tue ich jetzt schon mal hier rein. In den Mixtopf. Dann mache ich da den Deckel schon mal drauf. Den lege ich auch ganz hier drauf. Dann muss man hier diese Varoma-Form einmal mit Fett bepinseln. Entweder mit Fett, mit Butter. Oder ich benutze hier einfach das Back-French Bread. Ich bin davon total begeistert, wenn man da nicht so viel Fett braucht. Und man sich da auch nicht schmutzig macht und keine Gegenstände schmutzig macht. Dann formt man die hier vorsichtig rein. Achtet darauf, dass hier genügend Ritzen frei sind. Das heißt, ich tue es jetzt einfach immer jeweils an die Außenkanten. Dann decke ich das hier mit der Schüssel ab, stelle es hier drauf und lasse das Ganze nochmal für eine halbe Stunde ruhen. So ihr Lieben, ihr seht hier, die sind jetzt nach einer halben Stunde nochmal schön aufgegangen. Jetzt machen wir den Deckel wieder drauf und lassen das Ganze einfach Thermomix auf 20 Minuten Varoma Stufe 1 garen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So ihr Lieben, die Zeit um und die Germknödel sind fertig. Ich entnehme vorsichtig den Deckel. Die sind auch richtig gut aufgegangen. Und jetzt zeige ich euch, wie man das Ganze auch noch schön servieren kann. Jetzt geht es endlich ans Probieren. Ich bin schon ganz gespannt, wie es schmeckt. Also der Teig fühlt sich schon mal sehr, sehr fluffig an. Schmeckt sehr, sehr lecker. Man kann, wenn man die Vanillesoße nicht so mag, das Ganze auch in flüssiger Butter übergießen und dann das Mohnzuckergemisch drauf machen. Aber ich muss sagen, unser Favorit ist definitiv die leckere Vanillesoße. Wir vernaschen die jetzt.
Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und hoffe, ihr macht das Rezept nach und fühlt euch dann genauso wie auf der Hütte im Skiurlaub. Also wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!